Endergebnis 3:5 vor 1114 Besuchern. Ich begrüße ganz herzlich den Gästetrainer aus Kaufbeuren, Andreas Brockmann, und zu meiner Linken den Trainer der Heilbronner Falken, Gerhard Unterlugauer. Andreas, ganz herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute Abend. Wir haben Sie das Spiel gesehen. Ja, guten Abend. Ja, für uns ist es ein bisschen kompliziert zurzeit. Man merkt, wir sind noch nicht im Rhythmus. Wir trainieren 6 Tage die Woche und ich glaube, das haben wir im ersten Drittel gesehen. Wir brauchen ein bisschen auch die Spiele und alles. Und im ersten Drittel war Heilbronn klar die bessere Mannschaft, läuferisch stärker, hat uns zu viel unter Druck gesetzt. Wir haben zwar gleich am Anfang eine gute Konterchance gehabt, aber sonst eigentlich im ersten Drittel nicht mehr viel. Im zweiten Drittel sind wir auf alle Fälle viel, viel besser rausgekommen und haben das Spiel dann dreht zum 2-1. War in Ordnung. Gut, wie es passiert, das 2-2 kann passieren bei Powerplay. Man muss sagen, gerade mit der, ich glaube, er ist neu in der Liga, aber er wird mit dem Mailand ist ein hervorragender Spieler, gerade auch im Powerplay. Ist sehr, sehr schwer zum Verteidigen, muss ja auch über das ganze Spiel die Jungs ein Kompliment machen. Und gut, im letzten Drittel haben wir sind rausgegangen in Unterzahl, haben wir hervorragend gespielt. Und so wie es dann der Lauf, wir machen eigentlich einen brutalen Fehler. Passiert, der Verteidiger von uns fällt hin und die läuft alleine das Tor. Aber wir haben immer Charakter gezeigt und sind zurückgekommen und sind natürlich überglücklich, dass wir heute 3 Punkte hier mitgenommen haben. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Gerd, was sagst du zum Spiel heute Abend? Ich glaube, wir haben Freitag spielerisch gut, Schüsse gut, optisch hat es gut ausgesehen, aber die Tore haben gefehlt. Oder wie siehst du es heute Abend? Schönen guten Abend erst einmal. Ja, optisch gewinnst du leider keine Spiele. Ich glaube, im ersten Drittel haben wir sehr viel Druck gemacht, sehr viele Schüsse aufs Tor gebracht, sehr viele Chancen herausgearbeitet. Das war gut. Zweites Drittel, vielleicht haben wir gedacht, es wird so einfach weitergehen, aber einfach ist wie gesagt nichts. Man muss Eis laufen. Und ja, und im letzten Drittel, man kann keine Spiele von der Strafbank gewinnen. Und ja, das war der Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren heute. War es auch eine Frage der Effizienz, gerade in Überzahl auch? Du sagst, man kann sicher keine Spiele von der Strafbank gewinnen, aber wenn der Gegner auf der Strafbank sitzt, kann man dann doch auch die Tore machen. Aber hier haben wir Chancen gehabt, aber haben dann doch auch die Chancen nicht verwertet, oder? Nein, die Chancen waren auf alle Fälle da. Wir haben sehr viel, wieder über 30 Schüsse gehabt. Man muss auch sagen, zum Schluss im Powerplay von uns hat der Tormann überragend gehalten. Der hat natürlich auch sehr, sehr gute Saves gemacht. Aber wie gesagt, man muss da effizienter sein. 5-4, 6-4 muss man da machen. Man tut die besten Spieler aufs Eis. Die müssen eine Lösung finden, für das sind sie da. Und ja, dem war es leider nicht so. Und keine Spiele. Du hast jetzt das erste Wochenende wieder mehr Tiefe in der Mannschaft mit Hitley und McKay neu Hitley, der noch eine Strafe aus der Vergangenheit hatte. Was sagst du zu deren beider Leistung? Gerade McKay, der nicht aus dem Spielbetrieb kam? Ja, bei McKay ist ein sehr guter Spieler, sehr viel Talent, brauchen wir gar nichts diskutieren. Der braucht noch ein bisschen, da müssen wir noch ein bisschen an der Fitness arbeiten, aber ich bin sehr zufrieden mit seiner Einstellung im Training und alles. Und ich muss wirklich sagen, der Hitley hat die letzten 2 Spiele wirklich überragend gespielt. Mit ihm bin ich sehr happy. Vollprofi, hat eine super Einstellung, Mentalität, geht jeden Shift auf der Shift und bin ich glücklich, dass er wieder im Line-Up ist. Herzlichen Dank, Gerd. Gibt es Fragen an die beiden Trainer, Marc? Steven Billig nach dem Check ist rausgeführt worden, genauso wie der Ketterer. Kannst du irgendwas zu ihnen sagen? Sind sie nachher wieder zurückgekommen? Ich habe sie nicht mehr gesehen. Der Steven Billig, der ist nach 5-6 Minuten wieder zurückgekommen. Ein bisschen schwindelig gewesen. Und beim Florin Ketterer, er war eigentlich weg, aber der ist dann die letzten 2-3 Minuten ist er dann doch nochmal rausgekommen und wollte die Mannschaft unterstützen, aber hat nicht so gut ausgeschaut. Also aber eher beim Ketterer schlimmer wie beim Billig. Gut, auf jeden Fall gute Besserung und gute Wünsche von unserer Seite. Marc, weitere Fragen? Gerade das letzte Foul vom Eldersen gegen den Ketterer. Wie hast du die Szene von der Bande ausgesehen? War das jetzt ein Foul oder ist der unglücklich an den Pfosten geknallt? Ich weiß es nicht. Das Problem ist, es gibt seit einigen Jahren eine Regel und die heißt Check gegen Kopf. Das haben leider Spieler, wo sehr groß sind, ist die Gefahr. Und wenn der ihn auch mit der Schulter am Kopf erwischt, ist es ein Check gegen den Kopf. Und es war eben ein Check gegen den Kopf. So habe ich es gesehen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Du
Du hast schon gesagt, Gerhard, heute im Powerplay erwartest du, dass deine besten Spieler eine Lösung finden, haben sie heute nicht. Unterzahl, diese 2 Minuten, einmal doppelte, einmal einfache Unterzahl, 2 Tore in 2 Minuten. Eigentlich sind sie ja gut gestanden in der Vorbereitung. Was läuft jetzt gerade anders, vor allen Dingen im Penalty-Killing? Naja, natürlich ist es nicht so einfach, wenn die Statistik sagt, dass man eben nicht so dominant ist im Piquet, wie es in der Vorbereitung war. Aber beim 5 gegen 3, wie gesagt, Dormer macht den ersten Safe, Scheibe kommt drauf. Da muss man normal ein Tor schießen, da braucht man nichts diskutieren. Es ist verdammt schwierig, das zu verteidigen. 5 gegen 4, wo man heute zeitweise wieder zu passiv ist. Es funktioniert, wenn wir aggressiv spielen. Aber dann zeitweise, weiß ich auch nicht warum, gehen wir ins Passive und probieren die Mitte zu schützen. Und natürlich gegen gute Spieler funktioniert das nicht so. Gibt es weitere Fragen? Gut, dann gebe ich gerne noch die Spielergebnisse des heutigen 4. Spieltags durch. Die Lausitzer Füchse verlieren nach Verlängerung gegen Grimmitschau mit 4:5. Bietigheim schlägt Freiburg mit 3:1. Dresden schlägt den SC Rissersee mit 3:1. Bayreuth gewinnt gegen Kassel nach Verlängerung mit 2:1. Ravensburg kurz vor Schluss gegen Frankfurt 2:2. Und Bad Hölz gegen Bad Nauheim im 3. Drittel 1:1. Ein ganz herzliches Dankeschön an beide Trainer, Andi Brockmann und Gerhard Unterlugauer, für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Unseren Gästen wünschen wir eine gute und sichere Heimreise. Unserer Mannschaft eine gute Trainingswoche. Viel Glück am Freitag in Dresden. Und dann sehen wir uns am kommenden Sonntag, heute in einer Woche, 1. Oktober, 18.30 Uhr gegen die Huskies aus Kassel und gleichzeitig zum Oktoberfest hier in der Kolbenschmidt Arena in Heilbronn. Eine schöne Woche, einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.